Hallo und willkommen zu einem neuen Community-Projekt. Wir spielen auf der 50 vs. 50 Karte mit der Community zusammen. Ich habe die Community auf dem Community-Discord benachrichtigt, dass hier jeder mitmachen kann, der möchte. Und das heißt, wir haben uns abgesprochen und sind alle in die gleiche Runde gegangen. Und das heißt, dass ein großer Teil des blauen Teams aus meiner Community ist. Und das ist gut. Wir können jetzt hier gut organisiert als Community vielleicht eine Runde gewinnen. Das wäre sehr cool. Ich bin hier als Brasilien gespawnt. Länderauswahl ist leider zufällig und man kann es nicht auswählen. Das heißt, ich habe eine sehr brenzlige Situation jetzt schon. Glücklicherweise schickt Venezuela direkt was an meine Grenze. Das heißt, dass ich hier sehr wahrscheinlich überleben kann. Außerdem werde ich auch ein bisschen mit Stahl versorgt. Vor allem Ecuador hat mir sehr viel Stahl geschickt, insgesamt 3000 oder so. Und dadurch konnte ich hier gut Festung bauen. Aber es ist alles noch nicht für so wirklich ideal. Ich muss hier jetzt bald gegen zwei Nationen kämpfen, beziehungsweise eine, weil diese Nation, die muss ja jetzt eher gucken, dass sie hier nicht besiegt wird von Peru, weil hier sind ja jetzt insgesamt echt viele Truppen. Das sind nämlich ungefähr, ja, 140.000 Truppen. Das ist schon einiges, was sie jetzt hier bewältigen müssen, weil die werden wahrscheinlich entweder warten oder selber angreifen. Und deswegen werden die hier wahrscheinlich erstmal nicht auf mich gehen. Für euch zur Info, dieses Projekt wird eine kleine Videoreihe, wo ich halt ein bisschen dokumentiere, wie diese Community-Runde lief. Und vielleicht werden wir das ja nochmal in Zukunft neu machen. Nicht in, auf einer 50 vs. 50 Karte, vielleicht sogar in einer internen Runde, wenn der Kanal groß genug ist. Dann kann man auf jeden Fall mal darüber nachdenken, was Community-internes zu machen, wo dann nur die Community mitmacht und nicht noch hier irgendjemand anderes. Gut, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich würde sagen, ich mache einen Cut, wenn hier irgendwas passiert. Da es schon einigermaßen spät ist, gibt es den Cut erst in 15 Stunden oder so. Aber das ist ja auch gut. Am Anfang passiert jetzt noch nicht so viel. Also sehen wir uns ungefähr in 14, 15 Stunden. So, wie ihr seht, ist hier alles sehr kritisch bzw. sogar dramatisch. Es kann ja echt sein, dass sie gewinnen. Und ich kann euch einmal kurz zusammenfassen, was passiert ist. Ich konnte heute nicht wirklich viel spielen, beziehungsweise die letzten 5 Stunden nicht. Und in diesen 5 Stunden haben sie angegriffen. Sie haben diese Provinz erobert und diese Provinz erobert. Diese Provinz haben sie erobert, weil sie hier in die leere Provinz einmarschiert sind. Und diese Provinz haben sie erobert, weil sie auch in eine leere Provinz einmarschiert sind, weil ich mit allem, was hier war, hier unterstützt habe. Und dann sind sie hier einmarschiert. Und das passiert einfach, wenn man viel zu inaktiv ist. Ich habe einfach kurz auf mein Handy geguckt, habe gesehen, oh, die marschieren da ein, habe hier Truppen hingeschoben und dann habe ich mein Handy wieder weggelegt, weil ich bin ja in der Schule, also ich kann jetzt nicht so viel machen. Ja, das sieht nicht gut aus, sie greifen hier an. Das Gute ist, dass mein Ally Venezuela gut gegenkämpft und ich habe jetzt hier auch ein paar Truppen, insgesamt sind das jetzt 11 oder so. Und die gehen jetzt zur Hauptstadt, um das erstmal zu sichern, irgendwie. Damit jetzt nicht noch was Dramatischeres passiert. Aber ich bin halt hier in Grenzland und das ist natürlich schwierig, weil alles, was hier ist, kommt auf mich, beziehungsweise auf Peru. Und das ist natürlich immer ein bisschen nervig, aber man kann da jetzt auch nicht so viel machen. Wie ihr seht, greift Piratini auch an. Ich versuche hier Truppen zurückzuschicken, aber wahrscheinlich muss ich jetzt doch den Gewaltmarsch einlegen, weil das wird sonst von der Zeit sehr knapp. Ich glaube, ich komme jetzt schon zu spät. Das ist alles ein bisschen bitter. Und hier kommen sie wahrscheinlich auch mit 20.000 Truppen. Das wäre verkraftbar, weil hier ist ja eine Festung. Und bis dann wird die wahrscheinlich fertig sein. Also hier können wir das gut halten. Hier wahrscheinlich auch, wenn die früh genug ankommen. Und die Hauptstadt werden wir hoffentlich auch halten können, weil die Truppen, die werden jetzt ein bisschen Zeit erkaufen. Und jetzt, ja, die sind verteidigend und die greifen an. Das ist gut, dann kriegt dieser Panzer seinen Bonus nicht. Und die Truppen können länger aushalten. Das ist gut für uns. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt noch einen Cut. Und das sind dann wieder vielleicht bis zum Tagwechsel. Vielleicht 4, 5 Stunden wird der Cut sein. Und dann sehen wir uns nach dem Cut. So, nicht wirklich viel ist passiert, aber meine Truppen sind in der Hauptstadt angekommen. Und ich habe jetzt auch hier die Schlacht gewonnen um diese Provinz hier. Und ich rücke jetzt in diese Provinz ein. Und ich möchte euch allgemein zeigen, wie es in der Welt aussieht. Denn meine Community bzw. das Team Blau führt mit großem Abstand. Und wenn man hier mal rauszoomt, dann sieht man schon, dass hier sehr viel alliiert ist. Vor allem im Afrika oder im Nahen Osten sieht man hier gar nichts Rotes. Also das hier alles ist blau. Dann haben wir hier alles. Also es sieht super gut aus.
Und auch in Asien. Wow. Also, wir haben einen sehr guten Start gehabt. Das ist jetzt noch nicht die Entscheidung. Aber es sieht sehr gut aus für uns. In Europa ist es immer schwer, weil da hat Rot eine klare Übermacht. Aber Europa ist viel zu overrated, finde ich. Ich glaube, wenn man Afrika hat, beziehungsweise Amerika, dann ist man schon stark genug. Und wie man hier gut sehen kann, werden wir wahrscheinlich Amerika erobern können, weil hier sehr gut gespielt wird. Vor allem diesmal hat der Stefan sehr gut gespielt. Er hat gut Festung gebaut, er hat hier alles dicht gehalten und jetzt kann er selber angreifen. Und da muss ich sagen, Props gehen raus, du hast echt gut gespielt, Stefan. Und auch die anderen Leute in Amerika, auch meine Allies hier unten in Südamerika, haben bis jetzt einen echt guten Job gemacht, haben mir hier echt geholfen, vor allem Venezuela mit ihren Truppen, hier irgendwie was aufzuhalten, weil ich bestehe hier noch. Ich habe jetzt auch, glaube ich, genug Truppen, um das jetzt auch zu halten. Ich mache jetzt auch die ersten Gegenangriffe. Und es geht hier alles richtig los. Und wir sind gerade am Gewinn, würde ich sagen, im Allgemeinen. So sieht das aus. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es bleibt weiterhin sehr erfolgreich. Und ich hoffe, dass weiterhin unsere Allies sehr aktiv sind und weiterhin meine Community richtig Gas gibt. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.